Willkommen zur neuen Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Kramp, ich darf euch durch die heutige Sendung führen. Wisst ihr, welches Produkt jeden Tag weltweit mehrere Milliarden Menschen befördert? Ja, das Auto, aber Spitzenreiter in dieser Kategorie sind Aufzüge und Rolltreppen. Das Unternehmen Schindler, mit dem wir uns heute befassen, befördert allein mit ihren Produkten täglich 1,5 Milliarden Menschen, eine unglaubliche Zahl. Und es ist auch extrem spannend, wie groß inzwischen der Einfluss der Technologie auf diese Branche ist, aber auch welche positiven Auswirkungen sie auf die gesamte Baubranche hat. Als Nutzer von Aufzügen bekommt man dies nicht immer so mit. Ihr werdet aber gleich erfahren, was mit Technologie und Innovation bei Aufzügen inzwischen alles möglich ist bezüglich Sicherheit, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, aber auch Effizienz. Und auch wie es Schindler geschafft hat, von einem reinen Hardware zu einem innovativen Softwareunternehmen zu werden. Schindler gehört zu den zwei weltweit größten Aufzugs- und Fahrtreppenproduzenten. Ein Traditionsunternehmen, gegründet 1874. Hauptsitz hier in der Schweiz, weltweit in über 100 Ländern aktiv, über 65.000 Mitarbeiter. Und ich darf als Gast jemanden begrüßen, der die Branche natürlich bestens kennt, selbst auch Ingenieur ist, also auch von der technischen Seite her die notwendige Expertise hat. Es ist Christian Schulz, Chief Operating Officer der Schindler Gruppe, seit 2003 bei Schindler und seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung. Ein wirklich tolles, faszinierendes und sympathisches Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich begrüße euch heute aus dem wunderschönen Kanton Luzern, genauer gesagt aus Ebikon, das nur ein Steinwurf entfernt von der Stadt Luzern liegt. Und wenn man in der Wirtschaftswelt von Ebikon spricht, wissen viele, dass hier der Hauptsitz der Firma Schindler ist. Und an diesem befinde ich mich heute zusammen mit meinem Interviewgast Christian Schulz, Chief Operating Officer der Schindler Gruppe. Herr Schulz, willkommen zum Future Talk. Danke, herzlich willkommen. Herr Schulz, wir nehmen das Gespräch Ende Mai 2021 auf, hier auch in gebührenden Abstand, um alle Vorschriften einzuhalten. Schindlers Kerngeschäft sind ja Aufzüge und Fahrtreppen. Das ist der offizielle Begriff. Im Volksmund sind das ja die Rolltreppen. Persönliche Einstiegsfrage: Wie viele Stockwerke gehen Sie eigentlich zu Fuß und ab wann nehmen Sie den Lift? Sehr gute Frage. Ich liebe sportliche Herausforderungen, aber ich habe natürlich bedingt durch meinen Beruf auch gelernt, dass das Aufzugfahren sehr viel sicherer ist, als die Treppen zu Fuß zu gehen. So gesehen bevorzuge ich den Aufzug. Gibt es tatsächlich Unfallstatistiken dazu? Die gibt es wirklich und Sie können sich schon vorstellen, dass Treppenhäuser häufig auch nicht immer best beleuchtet durchaus ihre Tücken haben. So gesehen ist die Benutzung des Aufzugs sicherlich der sicherere Weg. Spannend, habe ich noch nie gehört. Sehr interessant. Ich glaube, jeder Mensch hatte seine speziellen Erinnerungen an Aufzüge. Bestimmt, wenn man mal in einem stecken geblieben ist. Aber auch positiv, also ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit gab es im lokalen Krankenhaus einen Paternosteraufzug, also ein sogenannter Personenumlaufaufzug. Kennt die jüngere Generation, unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr. Also hat keine Türen, läuft permanent, eben im Umlauf, links geht es hoch, rechts wieder runter und man muss nie warten. Und als Kind dachte ich immer, die Kabinen drehen sich auf den Kopf oben. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Ich war vielleicht 5 oder 6 und bin einfach rein, oben rumgefahren und war danach extrem stolz. Und an das Ereignis erinnere ich mich eigentlich immer noch. Hatten Sie irgend so ein prägendes Ereignis im Lift? Es ist toll, dass Sie die Paternoster nennen. Das ist ja wirklich eine faszinierende Technologie. Das sind faszinierende Anlagen, die leider aber schon seit einigen Jahrzehnten eben verboten sind, dürfen so nicht mehr gebaut werden. Aber wenn man sie mal benutzen kann, ist es wirklich ein Erlebnis. Ja, wenn ich so an Aufzüge denke dann und Erlebnisse mit Aufzügen, dann sind es sicherlich mehr so die besonderen Aufzüge, die ich in meinem Berufsleben oder überhaupt auch so sehen durfte, erleben durfte, fahren durfte. Und das macht dann auch klar, wo überall Aufzüge sind. Ich erinnere mich an ein großes Freizeitbad. Um dort auf die Rutschbahn zu gelangen, musste man vom Beckenrand aus in einen Aufzug und dann konnte man 2 Etagen mit dem Aufzug hochfahren, um dann ganz bequem, elegant und übrigens auch sicher dann auf die Rutschbahn zu kommen und ins Becken hinab zu gleiten.
Aber auch Aufzüge auf großen Skischanzen. Natürlich bleibt in Erinnerung die großen Aufzüge in imposanten Gebäuden, Hochhäusern, wenn es dann um 300-400 Meter Höhe geht, wo man dann doch die Geschwindigkeit dieser Aufzugsanlagen bemerkt beim Fahren. Das sind sicherlich so die bleibenden Erlebnisse, die ich dann mit Aufzügen verbinde. Wie hoch ist denn der höchste Schindlerlift? Wissen Sie das zufällig? Der geht schon auf die 500 Meter, aber es ist natürlich so, dass wenn die Gebäude über die 500 Meter hinausgehen, dass dann typischerweise eben doch man den Aufzug wechselt. Das heißt, man nimmt einen Aufzug vielleicht bis auf eine Höhe von 300 Metern und wechselt dann in einen zweiten Aufzug, um die restlichen 200 oder 300 Meter zu erledigen. Genau, weil an jedem Stockwerk zu halten wäre dann auch nicht die ideale Lösung. Kommen wir später vielleicht noch im Detail dazu. Kommen wir mal zu Schindler generell. Schindler ist in über 100 Ländern tätig. Und jetzt kommt's, Ihre Aufzüge bewegen mehr als 1,5 Milliarden Menschen jeden Tag. Also Aufzüge und Rolltreppen ist eine unglaubliche Zahl. Gibt es eigentlich länderspezifische Unterschiede, was die Nutzung von Aufzügen angeht, oder ist das relativ gleich in allen Ländern? Nein, das gibt es schon. Das resultiert ja schon rein aus der Tatsache heraus, dass es Länder gibt, in denen Aufzüge üblich sind und andere Länder, wo man Aufzüge nicht so häufig findet. Die Schweiz beispielsweise ist ein Land, wo auf 1000 Bürger ungefähr 30 Aufzüge kommen. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wenn man das vergleicht mit Nordamerika oder auch wenn man das vergleicht mit China und anderen Ländern, dann liegt dieser Wert natürlich sehr viel tiefer. Leute haben weniger Bezug zu Aufzügen, benutzen Aufzüge weniger. In anderen Ländern ist es natürlich üblich, Aufzüge zu benutzen, weil einfach die Wohnbebauung und die Bebauung insgesamt ganz anders gestaltet ist. Hochhäuser gehören einfach mit zum Stadtbild. Dort wachsen Leute mit dem Thema Aufzug ganz anders auf, benutzen ihn natürlich täglich in einer ganz anderen Art und Weise. Also so gesehen gibt es sicherlich Unterschiede, ja. Sie haben letztes Jahr eine neue modulare Aufzugsgeneration lanciert und diese scheint ja auch bei Architekten sehr beliebt zu sein. Schindler hat kürzlich, ich glaube zum dritten Mal in Folge, die Architekt-Starling-Auszeichnung gewonnen. Können Sie uns mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen diesem neuen modularen und herkömmlichen Aufzugssystem und warum finden vor allem Architekten daran so großen Gefallen? Ja, wenn Sie heute ein Gebäude haben, dann brauchen Sie unterschiedliche Aufzüge. Sie brauchen kleinere Aufzüge, größere Aufzüge, Sie brauchen vielleicht einen Lastenaufzug. Und mit dieser neuen Plattform haben wir im Grunde genommen die Möglichkeit, verschiedene Aufzüge, die Sie im Gebäude benötigen, in einem ähnlichen und gleichen Look und Feel zu bauen. Das heißt, die Aufzüge sehen gleich aus, haben die gleichen Bedienelemente, weil sie sich der gleichen Komponenten bedienen. Das heißt, wir haben eine Plattform, eine Aufzugsplattform entwickelt, auf der wir unterschiedliche Aufzüge hinsichtlich Größe, Tragkraft, Geschwindigkeit bauen können. Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Wir verwenden gleiche Komponenten und das wirkt sich auch dann für den Fahrgast aus. Die Aufzüge haben die gleiche Auskleidung, sie sehen gleich aus, sie sind ihrem Nutzungsverhalten identisch. Für uns hat das intern natürlich auch den Vorteil, dass wir Komponenten aus unterschiedlichen Fabriken weltweit nutzen können und diese entsprechend auch austauschen können. Wir sind also sehr viel flexibler in der Herstellung dieser Aufzüge und damit können wir auch die Zeit, die wir benötigen, um einen Aufzug fertigzustellen für ein Gebäude, deutlich reduzieren. Das ist dann der große Vorteil, nämlich auch für die Architekten, weil das dann in der Planung entsprechend weniger Zeit Richtig. Beansprucht. Ja. Und dieses modulare Konzept ermöglicht auch dem Architekten natürlich viel größere Freiheitsgrade, was sein Gebäude anbetrifft. Und trotzdem findet er immer den richtigen Aufzug, der für die entsprechende Applikation oder Anwendung auch wirklich passt. Okay. Jetzt haben Sie in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch die digitale Schaltzentrale Schindler Ahead lanciert. Und ich lese jetzt mal kurz aus dem, was Sie hier veröffentlicht haben. Also Schindler will Aufzüge quasi in Kommunikationsplattformen umwandeln. Wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, hinter dem Begriff Ahead verbirgt sich unser Ökosystem, das die Aufzüge mit der Cloud verbindet.
Und diese Konnektivität und diese Verbindung der Aufzüge mit der Cloud ermöglicht uns natürlich, Daten vom Aufzug in die Cloud zu transportieren. Das heißt, wir kriegen sehr viele Informationen über den Zustand der Aufzüge, über die Performance der Aufzüge und können damit natürlich unsere Wartung viel besser steuern, bedarfsgerechte Wartung dem Kunden anbieten. Aber wir können natürlich auch Daten von der Cloud in die Aufzüge spielen. Und das ermöglicht uns, ganz neue Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Denken Sie an große Displays im Aufzug, auf denen wir Werbung abspielen, auf denen wir aber auch Informationen abspielen, wo sich vielleicht sogar die Mieter in einem Gebäude austauschen können. Und damit bekommt der Aufzug eine ganz neue Funktionalität. Er bekommt nämlich wirklich diese Kommunikationsplattform für Mieter in einem Gebäude. Und das, glaube ich, ist ein echter Mehrwert für unsere Kunden. Der Aufzug ist nun mal ein zentrales Element in einem Gebäude. Jeder Mieter, jeder Besucher geht durch den Aufzug oder kommt durch den Aufzug in das Gebäude. Und hier Informationen zur Verfügung zu stellen oder auch die Aufzugsfahrt, die Zeit zu nutzen, um Werbung darzustellen, ist natürlich ja, ein zusätzlicher Wert, den die Gebäudebesitzer hier gerne annehmen. Gibt es solche schon, sind solche schon im Betrieb? Also laufen die bereits? Ja, wir haben also einige hunderttausend unserer Aufzüge vernetzt. Das ist praktisch Stand der Technik. Ja. Und was diese zusätzlichen Funktionalitäten anbetrifft, wenn Sie sich in markanten Gebäuden in der Schweiz bewegen oder auch in Deutschland, dann werden Sie das dort schon sehen. Wenn Sie an Flughafen denken, Bahnhofstationen, große Hotels beispielsweise oder entsprechende Konferenzzentren, da ist es durchaus üblich, dass Sie im Aufzug genau diese Informationen haben, über große Displays, Screens angeboten werden. Und das geht eben von Werbung bis hin zu Evakuationsvorgaben oder eben auch einfach nur in einem Mietergebäude der Hinweis, wann findet zum Beispiel die nächste Wartung statt oder wann wird der Strom abgeschaltet oder ist die Wasserversorgung unterbrochen. Solche Informationen können wir dann auf das Display im Aufzug spielen und damit die Mieter entsprechend informieren. Also die Zeit, wo dann am schwarzen Brett irgendwie so ein Zettel hing, der da angeklebt wurde und nach 14 Tagen immer noch da hing, obwohl der Termin schon längst abgelaufen war, die Zeiten sind wirklich endgültig vorbei. Na vorbei. Wer betreibt denn die digitale Schaltzentrale? Also ist es dann eher Schindler oder sind es dann wirklich die Gebäude-Immobilienfirmen? Oder gibt es beide Modelle? Ja genau, man muss sich das vorstellen, dass es hier verschiedene Modelle gibt. Das ist eine hybride Cloud-Solution. Das heißt, man kann einmal dafür sorgen, dass die Informationen wirklich nur im Gebäude bleiben. Das ist beispielsweise sehr wichtig bei großen Kunden, Banken beispielsweise, die aus Sicherheitsüberlegungen natürlich darauf bestehen, dass die Daten nicht in die Cloud transportiert werden. Umgekehrt kann man sich aber auch vorstellen, dass das Ganze eben über die Cloud administriert wird. Wir übernehmen das natürlich gerne für den Kunden, aber wir haben auch Kunden, die beispielsweise in ihre App, die sie den Mietern zur Verfügung stellen, diese Funktionalitäten integrieren und dann zu einem ganzheitlichen Konzept entwickeln, wo dann der Mieter eben nicht nur die Informationen über den Aufzug erhält, sondern weitere Informationen über das Gebäude, die vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden. Spannend. Ein weiteres, wie ich finde, auch sehr innovatives Konzept ist das Roboter-Installationssystem für Aufzüge, Schindlerize. Und das ist, und ich lese jetzt auch nochmal ab, das weltweit erste selbstkletternde, autonome Robotiksystem, das Installationsarbeiten in einem Aufzugsschacht durchführen kann. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was macht dieses System denn genau? Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung und erkläre ich kurz, was uns bewegt hat, überhaupt in diese Richtung zu denken. Die Installation von Aufzügen in Gebäuden, wenn man sich vorstellt, so ein Gebäude hat 100 Meter, 200 Meter oder sogar 300 Meter Höhe, ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Schwere Schienen müssen in der Betonwand des Aufzugsschachts verankert werden. Und das ist eine Tätigkeit, die nicht nur Freude bereitet. Das ist eine monotone Tätigkeit,
Den ganzen Tag mit einer Schlagbohrmaschine zu arbeiten, ist körperlich eine anstrengende Tätigkeit. Das ist staubig in den Schächten und man ist natürlich der Witterung in der Regel ausgesetzt. Und es wird immer schwieriger für uns, qualifizierte, motivierte Mitarbeiter für diese Arbeit zu finden. Selbst in Ländern, in denen man glaubt, dass Arbeitskräfte doch wirklich ausreichend zur Verfügung stellen, kommen wir hier an unsere Grenzen. Und die Überlegung war, ob man diese monotone Tätigkeit nicht ersetzen kann durch ein automatisiertes System. Und das haben wir mit Schindler Rise geschaffen. Es ist eine Plattform, die an einem Drahtseil im Schacht hängt und sich von Stockwerk zu Stockwerk hangelt, über Sensoren genau vermisst, wo die Löcher gebohrt werden müssen, dann sogar mit Hilfe eines Sensors feststellt, wo die Moniereisen in der Betonwand sind und dann entsprechend die Bohrlöcher setzt, den Bohrstaub ausbläst und dann sogar den entsprechenden Dübel oder Anker setzt, sodass die Montage im Nachhinein sich reduziert wirklich nur auf das Fixieren der Schienen. Und damit können wir den Aufwand bei der Installation von Aufzügen dramatisch reduzieren. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Die Qualität dieser Montagen ist um ein Vielfaches höher, als wenn es von Mitarbeitern durchgeführt wird. Und wir haben zum ersten Mal eine Information darüber, wo sind denn wirklich genau die Bohrlöcher entstanden. Das heißt, wir haben eine As-Built-Information über diese Aufzugsmontage. Also die Dokumentation ist dadurch auch möglich. Absolut. Wir haben also im Grunde genommen automatisch eine Dokumentation und gerade im Zeitalter von BIM und entsprechenden Ideen ist es natürlich wichtig, dass ich nicht nur weiß, wo ich die Sachen im Gebäude anbringe, sondern dass ich auch die Informationen habe, wo sind sie wirklich real angebracht worden. Mhm. Und diese Information liefert uns der Roboter automatisch. Natürlich aus Haftungssicht wahrscheinlich auch spannend, wenn man dann diese Information wirklich hat. Ne? Ja, Haftungssicht vielmehr aber aus der ganzen Wartungssicht hinterher. Mhm. Wenn man später mal an einen Umbau denkt, an eine Modernisierung, hat man natürlich alle diese Informationen vorliegen. Wir sehen schon vernetzte Gebäude und Robotik, die verändern das Bauen und auch die Nutzung. Kommen wir noch ganz zur digitalen Planung und im Projektmanagement. Bereitet das Planen von Aufzugsanlagen eigentlich Freude unter Architekten? Ist es so ein Highlight oder eher weniger? Ich glaube schon, dass es ein Highlight ist, weil wir sind ja sehr flexibel und gehen natürlich auch auf die Wünsche der Architekten ein. Und gerade bei interessanten Gebäuden können die Architekten sich ja heutzutage aufgrund auch der vielen Normen nicht mehr an so vielen Stellen wirklich kreativ betätigen. Aber wenn Sie in ein Gebäude reinkommen, dann haben Sie die Eingangshalle und als nächstes haben Sie den Aufzug. Das sind die beiden Elemente, die wahrscheinlich bei Ihnen in Erinnerung bleiben, wenn Sie ein Gebäude betreten. Ja, auf jeden Fall. So gesehen arbeiten wir natürlich sehr eng mit den Architekten zusammen im Gestalten individueller Aufzugsanlagen, um auch hier wirklich Zeichen zu setzen. So gesehen, ja, ich glaube, es macht schon Freude, Aufzüge zu planen. Und wir haben natürlich auch sehr interessante Tools und Lösungen, mit denen unsere Kunden und gerade eben die Architekten im Internet bereits eine komplette Aufzugsplanung online durchführen können und als Ergebnis dieser Planung auch wirklich dann BIM-relevante Daten sich über das Internet herunterladen können. Das heißt also, diese voll digitale Planung ist eigentlich heute schon durchaus Realität und findet heute eben schon statt, dass der Kunde im Internet den Aufzug konfiguriert, die Farbgebung aussucht, alles spezifiziert und sich dann im Nachhinein die entsprechenden Daten, die er benötigt, um diesen Aufzug in seinen Zeichnungen, in seinen Modellen darzustellen, das kann er sich dann im Grunde genommen automatisch aus dem Internet herunterladen. Gut. Aber es ist nicht mehr so wie ganz früher, dass die Gebäude um die Aufzüge herum geplant werden, ne? Nehme ich an. Also die Flexibilität ist schon vorhanden, dann von Schindler entsprechend die Kundenwünsche zu decken, nehme ich an, wenn es nicht völlig unphysikalisch sind, logischerweise. Absolut. Der Aufzug ist natürlich und bleibt ein zentrales Element des Gebäudes. Aufzugsschächte sind immer noch eben der statisch bestimmende Teil eines Gebäudes oder sehr häufig. Und das bleibt sicherlich auch noch eine Weile so bestehen.
Wir müssen uns noch kurz über Covid-19 und die Folgen für den Gewerbeimmobilienmarkt oder Büromarkt unterhalten. Wir haben vermehrtes Homeoffice, führt dazu, dass zumindest einige Prognosen weniger Büroflächen und somit auch weniger Bürogebäude benötigt werden. Schätzungen gehen da von einer mittel- bis langfristigen Reduktion von 20-30% in westlichen Industrieländern aus. Sie sind ja nahe dran. Also ich glaube, eine Firma wie Schindler ist ein bisschen Early Indicator. Das heißt, Sie sehen jetzt schon, was geplant wird und so weiter. Spüren Sie am Büromarkt wirklich diesen Trend oder ist er jetzt medial ein bisschen übertrieben? Ich glaube, man muss da ein bisschen abwarten und schauen, wie sich das wirklich entwickelt. Wenn wir mehr in Homeoffices bleiben, aber nicht zu anderen Bürokonzepten gehen, flexibleren Bürokonzepten, dann werde ich weiterhin dieselbe Fläche benötigen. Dann ist sie einfach nur nicht belegt und wird nicht benutzt. So gesehen ist es, glaube ich, eine Entwicklung. Was wir sehen und was wir mitbekommen am Markt ist, dass vermehrt gewerblich genutzte Gebäude umgenutzt werden zu Wohnraum. Wir haben nach wie vor eine sehr starke Nachfrage nach Wohnraum. Es gibt sicherlich eine etwas verhaltenere Nachfrage nach Gewerbeimmobilien. So gesehen gibt es da eine Umwidmung. Das kann man im Grunde genommen im Moment erkennen. Das heißt aber nicht, dass man weniger Aufzüge benötigt, weil für diese Gebäude braucht man dann natürlich auch im Wohnbereich Aufzüge. Und so gesehen gibt es einen verstärkten Trend in Richtung der Modernisierung. Und hier muss man ganz klar feststellen, dass wir, wenn wir unsere energetischen Ziele erreichen wollen im Jahr 2050, dass wir im Hinterkopf behalten, dass doch ein Großteil der ganzen CO2-Emissionen von den Gebäuden herkommt. Heizung, Klimatisierung, je nachdem, in welchem Breitengrad der Erde ich mich bewege. Und wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir diese Gebäude anfassen und verändern. Denn 80% der Gebäude, die wir im Jahr 2050 haben werden, existieren schon heute. Und das zeigt eigentlich, dass es einen relativ großen Trend geben wird in Richtung Modernisierung, energetische Sanierung dieser Gebäude, Umwidmung der Gebäude. Es wird neue Konzepte geben und die werden sicherlich die Themen, die Covid-19 ausgelöst hat, die werden sie sicherlich aufgreifen. Es wird flexiblere Konzepte geben. Werden wir in der Konsequenz am Ende viel, viel weniger Fläche benötigen? Ich glaube, daran muss man ein Fragezeichen machen. Da würde ich mich sicherlich im Moment nicht festlegen. Sie haben einen wichtigen Punkt nochmal, Energieverbrauch. Vielleicht da noch eine Nachfrage. Hat sich der Energieaufwand oder Verbrauch für Aufzugsanlagen, wie hat es sich so in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Also sind die energieeffizienter geworden? Ja, deutlich. Es ist für uns ja schon seit lange ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aufzüge haben heute ja auch ein sogenanntes Energierating. Es gibt ein Label, da können Sie dann sagen, es ist ein Aufzug nach dem Label A, B oder C. So ein bisschen, wie Sie es von Ihrem Kühlschrank her zu Hause auch kennen. Das heißt, wir arbeiten intensiv an diesem Thema. Und wir entwickeln deutlich energetisch optimiertere Antriebslösungen. Man hat sehr viel auf der Steuerungstechnikseite gemacht. Hoffentlich sind es dann die Kleinigkeiten, Aufzüge, die man vor 20, 30 Jahren gebaut hat. Da wurde das Kabinenlicht beispielsweise nicht abgeschaltet, wenn der Aufzug im Stillstand war. Das brannte dann auch mal die ganze Nacht. So etwas gibt es eben schon lange nicht mehr. Mhm. An diesen vielen Themen hat man gearbeitet, sodass man heute sagen kann, ja, also 50% Energieeinsparung gegenüber alten Anlagen, die man vor 30, 40 Jahren installiert hat, ist durchaus möglich. Ganz kurz nochmal zurück zu Covid. Hygiene ist ja durch die Corona-Krise verstärkt in den Mittelpunkt gerückt und Schindler bietet da ja auch verschiedene Lösungen zur Bekämpfung an von Krankheitserregern. Ich glaube beispielsweise automatische Desinfektion von Handläufen bei Rolltreppen oder auch Kabinenluft entsprechend gefiltert. Oder ich glaube, es gibt sogar eine App, um Aufzug kontaktlos zu steuern. Schindler war ja sehr schnell mit solchen Lösungen auf dem Markt, zumindest wie es für den Betrachter von außen in Erscheinung trat. Haben Sie diese Produktideen oder die Palette so schnell neu entwickelt oder war das bereits vorher ein Kundenbedürfnis und in der Pipeline schon drin? Sehr gute Frage. In der Tat waren wir sehr schnell mit diesen Lösungen, weil wir erkannt haben, dass es einfach eine große Nachfrage sein wird, Aufzüge berührungslos zu steuern.
Und wir haben diese Komponenten und diese Systeme sehr schnell wirklich in globalen Teams entwickelt und zur Marktreife gebracht. Wir haben natürlich in dieser Entwicklungsphase auch sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel mit entsprechenden Medizinern zusammengearbeitet, Spezialisten, die sich mit diesen Themen wirklich auskennen, die uns da geholfen haben, ich sag mal, die richtigen Lösungen zu designen, die dann auch wirklich funktionieren. Und wir haben auch für diese Lösungen entsprechende Zertifikate erringen können, die uns wirklich nachweisen, dass bei Einsatz entsprechender UV-Bestrahlungsmethoden beispielsweise, damit der Handlauf bei Fahrtreppen keimfrei oder möglichst keimfrei ist, dass das auch wirklich eben funktioniert. Und ja, wir erleben da eine große Nachfrage, natürlich sehr speziell im Bereich des Gesundheitswesens, Krankenhäuser, Altenheime, Verkehrsbetriebe. Wir haben ganze Städte ausgerüstet mit diesen, ich sag mal, Handlaufreinigern für unsere Fahrtreppen. Es ist ein Bedürfnis der Menschen, die Mobilität weiter aufrechtzuerhalten, das aber in einer Art und Weise zu machen, dass man sich sicher fühlt. Abschlussfrage, Herr Schulz. Mit der steigenden Urbanisierung werden ja die Anzahl und die Höhe der benötigten Lifte wohl steigen. Und die zentrale Herausforderung ist ja auch immer der möglichst effiziente Betrieb der Liftanlagen, gerade in großen Gebäuden, sodass auch die Wartezeit minimiert wird. Lassen Sie uns doch mal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen. Wie sieht die Zukunft des Aufzugs an? Also wie stark kann eigentlich noch die Wartezeit minimiert werden und die Geschwindigkeit erhöht werden? Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns wirklich beschäftigt und auch viele unserer Kunden. Und die Herausforderung kann man vielleicht plakativ versuchen darzustellen. Wenn Sie ein großes Bürogebäude haben und Sie wollen am Morgen 5.000 Mitarbeiter in das Gebäude hineinbekommen, in der Mittagspause vielleicht die 5.000 Mitarbeiter auch in die Kantine, in das oberste Stockwerk fahren oder vielleicht sogar wieder zurück ins Erdgeschoss, weil Sie außerhalb des Gebäudes essen gehen wollen. Und am Abend wollen Sie 5.000 Menschen wieder aus dem Gebäude hinausbringen, möglichst reibungslos. Dann wird schnell klar, dass einer der Wege ist, die Aufzüge schneller zu machen. Dass man hier an physikalische Grenzen kommt, wird, glaube ich, sehr schnell klar. Wir beschäftigen uns auch bei solchen Aufzugsanlagen mit aerodynamischen Problemen, die bei hoher Geschwindigkeit in den Schächten auftreten. Ist also dann schon keine triviale Technologie mehr. Aber man merkt auch sehr schnell, dass es eigentlich darum geht, die Mobilität im Gebäude zu optimieren und nicht nur den Aufzug. Denn im Gebäude haben Sie in der Regel Eingangstüren, Sie haben vielleicht Sicherheitsschranken oder Vereinzelungsanlagen, dann haben Sie die Aufzüge und dann haben Sie immer noch ein paar Türen im Gebäude. Sodass wir uns heute sehr viel mehr damit beschäftigen, wie können wir den Personenfluss von A nach B optimieren, als nur die Aufzüge in ihrer Geschwindigkeit zu verbessern. Denn hier sind doch die technischen Herausforderungen nicht ganz zu übersehen. Und für diesen Personenfluss im Gebäude setzen wir eine Technologie und Produkte ein, die wir unter dem Label Port vertreiben. Und hier ist es im Wesentlichen eine Softwarelösung, die uns hilft, die Mitarbeiter zu identifizieren, wenn sie das Gebäude betreten und dann ihren Weg im Gebäude zu optimieren, ihnen den richtigen Aufzug zuzuweisen, der möglichst ohne Stopp bis zu ihrem Zielstockwerk fährt. Menschen zu gruppieren, damit sie in denselben Aufzug steigen, weil sie alle in den 10., 20. Stock wollen. Das heißt also, diese Technologie ist eher eine Software-Technologie. Da reden wir über künstliche Intelligenz, Big Data. Wie managen wir das alles? Das ist dann weniger Hardware. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung von Schindler deutlich. Von dem klassischen Hardware, Aufzug, schwerer Antrieb, große Kabine, Gegengewichte, doch sehr viel mehr hin zu Software, mit Hilfe derer wir diese Personenflüsse und den Weg des Einzelnen im Gebäude dann optimieren. Das ist sicherlich auch weiterhin die Zukunft. Also noch viel Optimierung und Effizienz möglich, auch dank Technologie. Herr Schulz, vielen Dank für die Zeit und das tolle und sehr interessante Gespräch. Zusatzinformationen über Schindler, aber auch über Sie werden wir wie immer in den Shownotes dieser Episode hinterlegen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, privat und beruflich. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.